Hallo und willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 2 mit mir alle Woche. Quatsch, nicht Modern Warfare 2, Modern Warfare 2019. Gunrunner Herrschaft mit der M4XKR, hast du nicht gesehen oder wie es auch immer heißt. Treubund, interessant, dass ich mal auf Spieler warten musste. Ja, drittes Match, erstes Match, ja gut, zwei Kills, ansonsten nur weggecampt. Map Nummer 2, ebenfalls nur weggecampt worden. Und mal gucken, was jetzt hier die erste Aufnahme so sagt. Ich nehme heute... Warum ist denn hier kein Dings drauf? Keine Tarnung. Na egal. Wer weiß, wer weiß. Ich nehme heute am 22.04. um 15.04 Uhr auf. Gunrunner. Ja, ist jetzt auch nicht so eine geile Map. Beziehungsweise an sich, die Maps sind ja schon nicht schlecht. Das muss man einfach mal morgen verlassen. Aber... die Sache ist ja die... Ja. Auch hier sind wieder gute Camper mit am Start. Unter Umständen. Und das ist ja natürlich ein Problem. Ich weiß gar nicht, wer mich davon gewarnt hat. Ja, Modern Warfare 2019 ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes COD geworden. Macht sehr viel Laune. Mein Problem sind halt nur, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, sind halt nun mal die Camper. Das ist halt so das größte Problem aktuell. Was COD halt hat. Oder Modern Warfare 2019 hat. Man hat die... Meiner Meinung nach, man konnte die Hacker gut rausnehmen, weil man auf Battle.net gewechselt ist von Steam. Das tat im Spiel, tat COD ultra gut. Klar, ich habe dann gerade nur 20 Spielstunden hier drin. Das heißt, ich kann mir noch nicht mal so ein Urteil erlauben, wie es halt mit den Hackern steht. Aber in den 20 Stunden, die ich halt persönlich gespielt habe, waren halt nie Hacker da. Daher kann ich eigentlich sagen, pass auf, für mich... Ist es jetzt nicht wirklich von Hacker verseucht? Wie gesagt, wenn es halt generell so ist, ist halt mir egal. Aber wie gesagt, ich kann dazu selber nicht wirklich sagen, halt nur aus den 20 Stunden, die ich hier halt gespielt habe. So, zack. Ja, ich gammel hier gerade echt ein bisschen umher. Gib mir mal ein bisschen davon. So, nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber die Camper machen es halt ein bisschen kaputt. Meiner Meinung nach sind die Camper auch bedeutend mehr geworden jetzt mit Modern Warfare 2019 hervorragend. Die waren vorher nicht ganz so klar. Black Ops 4 war auch schon ordentlich am Start mit den Campern. Aber Modern Warfare 2019 hat dann halt nochmal ein bisschen draufgelegt. Muss man dazu sagen. Naja, ist dann halt nun mal so, muss man halt nun mal jetzt durch. Aber, naja, schauen wir mal. Nein, ja, nein, nein! Ich war wieder vor dem Job, Mann. Oh! Was macht der denn da? Okay, ich hab beide. Ja, fuck you. Egal. Egal, wir haben 11 Kills. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht mitgerechnet, dass da zum Anfang so aussieht. Aber, naja gut, egal. Muss man jetzt mit leben. Modern Warfare 2019 macht mir persönlich halt immer noch sehr viel Spaß. Auch wenn ich es in der letzten Zeit nicht wirklich viel gespielt habe. Eigentlich ultra selten. Das letzte Match war vor 79 Tagen oder sowas. Ich habe mal reingeguckt. Irgendwas so um die 19 oder 20 Spielstunden. Mehr habe ich nicht. Aber, naja, vielleicht werde ich mich mal wieder mehr ransetzen. Schauen wir mal. Was ich noch dann so mache. Und da haben wir nochmal einen schönen Triple Kill serviert bekommen. Jawohl. So lobe ich mir das doch. So, hauen wir natürlich erstmal ein bisschen was raus. Und wenn die halt alle so geil sind... Ah, scheiße. Schade, dass da kein Headshot war. Und natürlich MG34. Hervorragend. Ich werde jetzt noch ein bisschen mehr aufnehmen. Ich werde jetzt ich hoffe, dass ich für 2 Wochen aufnehmen kann. Weil das jetzt halt so mein Plan, dass ich halt wieder ein bisschen Puffer habe. Ich werde da so die erste Maiwoche nicht da sein. Deswegen brauche ich ja was. Klar, aufnehmen könnte ich dann noch trotzdem. Ich nehme am PC alles mit, da wo ich hinfahre. Aber dann müsste ich halt das mit dem Mikrofon und alles anpassen. Wie gesagt, aufnehmen wäre da, ist kein Thema. Aber mit dem Mikrofon
denn den Grundmembrane, die Drohne, was ist das? Anti-USB, glaube ich. Einmal umbauen und dann. Fuck you. Umbauen mit der Stimme, das alles wieder. Mal gucken, vielleicht mache ich es auch. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht gibt es auch mal von da einen Stream. Denn mal so ein Privatstream müsste ich Crysis eigentlich mitnehmen. Aber mal schauen. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Modern Warfare 2019. I don't know. Wird sich zeigen, was ich da alles so mache, weil casten werde ich von dort auch wahrscheinlich. Okay. Na, sehr schön. Werde ich da vielleicht auch noch die eine oder andere Cast machen? So viel dazu, zu dem leidigen Thema Internet. Mein Internet ist gerade so dermaßen umherspinnen. Also ich bin froh, wenn ich überhaupt die Aufnahmen jetzt rechtzeitig rausbringen kann. Oha. Dass ich halt wirklich es schaffe, hier die Aufnahmen halt rauszubringen, rennen. Wie gesagt, das ist alles kein Problem. Aber wenn du halt keinen Upload hast, so einen Upload hast, der gefühlt einfach mal nicht existent ist, das ist natürlich schon ein bisschen belastend, wenn du halt YouTube-Video machst, Streams machst und davon auch ein bisschen, ja, ich sag mal, lebe jetzt nicht, tue ich ja nicht davon, aber ich sag mal, das bisschen professioneller halt aufziehen möchtest, vor allem so die Casts. Hat er den ja. Und von daher ist halt ein vernünftiges Internet eigentlich essentiell, aber ist gerade nicht. Und die ganzen durch den ganzen scheiß Corona-Kram ist natürlich jetzt auch mal die Glasfasertrasse, der Bau so ein bisschen unterbrochen. Was auch nicht gerade so von Vorteil ist. Aber ich bin ja mal gespannt. Bis Ende dieses Jahres haben sie den Vertrag zu erfüllen. Weil solange die Fördergelder halt sind. Um den. Oh, er klaut mir einen Kill. Für die Glasfasertrasse. Das wird natürlich. Ich hätte wechseln müssen auf Pistol. Punkt 1 wäre ich nicht gestorben. Punkt 2, ich hätte den Kill definitiv safe gehabt. Punkt 3, der Dingens wäre ja nicht instant gewesen. Wäre kein Instant-Kill gewesen. Naja, gut, egal. Unglücklich gelaufen in der Situation, aber nur gut. Naja, auf jeden Fall, wenn die neue Internetleitung dann irgendwann mal da sein sollte. Ich hoffe es mal, so schnell wie möglich. Weil im Endeffekt viel fehlt ja nicht. Im Endeffekt müssen sie ja nur den Hausanschluss machen. Und der Hausanschluss, ja, er hätte eigentlich auch schon lange fertig sein können, weil sie haben die drei, also die Haupttrasse von der Glasfaserleitung geht halt 10 Meter am Haus vorbei. Oder 5 Meter am Haus vorbei. Ach, Grützi, fix, Alter, er liegt da halt wie so ein Behinderter. Direkt halt bei uns am Haus vorbei, das heißt, man hätte sofort einmal die Hausleitung, den Hausanschluss auch mit verlegen können, dann wäre das fertig. Und dann hätte man einfach nur auf einen Brief warten müssen, auf ein Zettelchen, ja pass auf, ist freigeschalten. Du kannst das Internet jetzt nutzen, aber naja, gut. Ist ein Satz mit X gewesen, war im Endeffekt leider nicht so. Ah ja, gut, ist. Man kann es sich halt auch schwer machen, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich verstehe es halt nicht. Finde ich halt echt nur so schade, dass man das halt nicht so gelöst hat. Aber wenn sie denn da ist, ist es auf jeden Fall eine ultra geile Leitung, muss ich dazu sagen. 250 synchron oder symmetrisch heißt es ja. 250 im Upload und natürlich dann aber auch im Download. Und damit kann man dann definitiv arbeiten. Und die ist, ja, hat eigentlich eine Ausfallrate von gar nicht, nicht existent. Beziehungsweise wenn. Keine Ahnung, was er macht. Beziehungsweise, wenn denn mal ein bisschen Drop kommt. Ja, mein Gott. Dann habe ich halt eine 100er Leitung. In beidem und keine 250er. Ja, also. Da ist es, juckt es denn im Endeffekt einfach nicht. In den Antrag, weil die haben ihre Verträge umgestellt. Ansonsten hätte ich halt 100-100. Aber da sie die Verträge halt umgestellt haben, habe ich halt die Möglichkeit. Auf. Ach Mann, Alter, 250. Das ist natürlich nicht schlecht. Da wäre ein Triple Kill, ein Quad Kill sogar möglich gewesen. Wir bräuchten mal ein paar Punkte. Fällt mir gerade mal so der Score unten links ein.
verstanden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir B ja nochmal ein bisschen gesichert. Na, scheiße, die bleibt natürlich dort kleben, wo sie nicht kleben soll. Also wenn die Internetleitung da ist, das wäre natürlich ultra geil. Dann werde ich mir auch meinen neuen PC wahrscheinlich holen. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass Intel jetzt endlich mal ihren neuen Prozessoren, also ihr neues Prozessoren-Lineup vorstellt. Und dann soll da nämlich gleich ein Gen 10 Intel-Core rein. Am besten halt auch der i9. Ansonsten halt Intel ein i7, weil die i7er von der 10er-Reihe sind halt praktisch genauso stark, auch ein bisschen stärker. Ich habe da auch schon die ersten Tests und sowas. Es gab ja schon genügend Leaks. Ja, die sollen halt schon so 10-20% stärker sein als die aktuellen 9er, also i9s. Also von daher, vielleicht wird da auch ein i7 halt reinkommen. Das ist halt natürlich eine... das war natürlich so dermaßen schlecht und dumm. Das ist natürlich dann nachher alles eine Geldfrage. Wie viel Geld man denn nachher investieren muss. Aktuell i9 9900KF würde mit 32 GB DDR4 und halt ein schönes Setup ohne Grafikkarte würde mich aktuell 1000... Mann, Alter, 1500, 1600 kosten. Grafikkarte wären ja meine RTX 2080 Ampere Extreme Edition von Zotac. Da würde ich ja denn nichts dran ändern. Dass wir das noch verlieren, nervt gerade ein bisschen. Dass ich den einen oder anderen Kill nicht bekommen hat, nervt natürlich auch ein bisschen. Dass ich jetzt nochmal sterbe, Katastrophe. Aber immerhin ist es ein okayes Match mit 25, 35 Kills. Das hätten auch definitiv 40 werden können. Aber zum Anfang gab es ein cooles Opening mit 10 oder 11 Kills. Ein Kill ist natürlich dumm, da wollte ich unbedingt knifen, weil meine M4 leer war. Da hätte ich einfach Pistol wechseln müssen, wäre der tot gewesen. Aber trotzdem, mit 2 KD ist eigentlich recht entspannt. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das natürlich fleißig weiter aufnehmen, vielleicht. Schaffe ich ja heute meine 6-7 Folgen. 5 muss ich auf jeden Fall, oder werde ich auf jeden Fall aufnehmen, dass ich zumindest eine Woche fertig habe und ja, dann mal schauen. So, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.